Das Wort hat der Vorsitzende der Fraktion der FDP, Herr Abg. Florian Rentsch. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst einmal dem Präsidenten in Person danken, weil ich es für richtig halte, dass wir heute hier im Parlament diese 70 Jahre auch begehen, feiern in diesem munteren Parlament, wie man immer merkt. Ich bin sehr froh, dass so viele Persönlichkeiten, aber vor allen Dingen auch so viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen heute unter uns sind, die alle über 70 Jahre hinweg bis heute dafür gestritten haben, in den verschiedenen gesellschaftspolitischen Diskursen den richtigen Weg zu finden. Das ist etwas, Frau Kollegin Wissler, was ich schon glaube, was auch eine Leistung ist, ein Parlament in einer Zeit, wo vielleicht über Politikverdrossenheit diskutiert wird, dass dieses Parlament mit Selbstbewusstsein sagt, diese parlamentarische Demokratie, die leben wir. Wir sind auch stolz darauf, dass wir diese hohe Verantwortung ausüben dürfen. Aber wir werden sie in Zukunft auch ausüben. Und deshalb glaube ich, das Parlament muss nicht beschämt sein an einem solchen Tag, sondern sollte mit Selbstbewusstsein sagen, wir streiten weiter um den richtigen Weg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dieses Land hat in seiner Geschichte viele große Persönlichkeiten hervorgebracht. Menschen, die das Hessen geformt haben, über das wir heute reden. Ich sage gleich noch etwas dazu, ob wir so homogen sind, wie wir uns gerne sehen als Hessen. Aber das, was diese Persönlichkeiten auszeichnet, auch viele Ministerpräsidenten, ist mit Sicherheit der Mut gewesen, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja im politischen Geschäft, im politischen Diskurs, aber egal, wo man sich befindet, ob bei einem Unternehmen, in einem Verein, häufig eigentlich die größte Herausforderung, den Mut zu haben, etwas zu entscheiden, weil natürlich jede Entscheidung Gewinner und Verlierer hat, es einige für richtig halten, andere für falsch halten. Wer sich anschaut, was die Ministerpräsidenten der Historie für dieses Land getan haben, dann denke ich, ist natürlich das, was heute von vielen Kollegen schon gesagt worden ist, Georg August Zinn eine herausragende Persönlichkeit. Bei der Frage, wie er in der Grundgesetzgebung, in der Verfassungsgebung, sowohl auf hessischer Ebene als auch auf Bundesebene seine Aufgaben erfüllt hat, wie er dem Land auch eine Richtung gegeben hat bei der Frage der Orientierung, wie man mit dem Unrechtsregime des Dritten Reiches umgeht, den Mut zu haben, dort das aufzuarbeiten, was viel schwieriger war, als wir das heute hier in diesem Parlament diskutieren, was die, meine Damen und Herren, was die Integration angeht von Vertriebenen, eine Aufgabe, die mit Sicherheit damals in der Not, Kollege Boddenberg hat das, finde ich, zutreffend gesagt, eine große Herausforderung war. Aber ich will das unterstreichen, was Matthias Wagner gesagt hat. Auch Fritz Bauer den Rücken zu stärken bei seinem Kampf gegen das Unrecht, das seine Fortsetzung fand in unserem Justizsystem. Und das, meine Damen und Herren, ist beeindruckend. Zinn hat dann auch die Weichen gelegt für die Grundlagen unserer Wirtschaftsstruktur von Industrie über Flughafen über Automobilstandort. Er hat den Hessentag erfunden, über den wir uns alle jedes Jahr heute freuen. Und das darf ich, glaube ich, an der Stelle mal sagen. Vielen Dank, Kollege. Der Kollege Oberbürgermeister von Rüsselsheim freut sich. Keine Angst, wir kommen auch. Kommen Sie nicht drum herum. Das sind alles große Errungenschaften, die heute noch aktuell sind. Das hat Albert Oswald fortgesetzt mit der ersten sozialliberalen Koalition, Herr Kollege Wagner. Da gab es die GRÜNEN noch gar nicht. Da war fast noch alles in Ordnung, darf ich nicht sagen, aber das will ich mir schreiben. Mutiges Projekt, die Gebietsreform. Das sage ich einmal als Liberaler, wissen viele im Raum. Die Gebietsreform begegnet mir heute noch in ihren Auswirkungen und Verwirrungen, die dadurch geschaffen worden ist, aus der Theorie heraus ein richtiges Projekt. Aber da kann man sehen, wie schwierig es teilweise ist, Richtiges auch umzusetzen und auch den Mut zu haben, es zu tun. Meine Damen und Herren, ich bin ja Nordhesse und bin eigentlich in meinem Leben mit Holger Börner aufgewachsen. Ich kenne eigentlich, jedenfalls solange ich denken kann, als ich aufgewachsen bin, keinen anderen Ministerpräsidenten. Kollege Schäfer-Gümbel, ich musste feststellen, nachdem ich etwas älter war, habe ich festgestellt, dass es noch andere Parteien außer die SPD gibt. Das ist, wenn man in Nordhessen groß wird, gar nicht so einfach. Ja, war so. War aber so. Habe ja dann auch noch den richtigen Weg gefunden und würde an dieser Stelle, also ich will jetzt nicht zu sehr auf Herrn Börner eingehen, aber große Zitate stammen von ihm. Das ist, glaube ich, bekannt. Nicht immer hat er Wort gehalten, Herr Kollege Wagner, aber auch an dieser Frage. Aber
und das ist der Ernst. Holger Börner hat auch schwierige Entscheidungen treffen müssen. Das ist auch etwas, was ihn auszeichnet. Die Frage und der Diskurs, und das ist genau das, wie es gerade von den Kollegen gesagt worden ist, die wirtschaftspolitisch richtige Entscheidung, den Frankfurter Flughafen auszubauen, mit einer gesellschaftspolitisch sehr schwierigen Situation, mit zwei Toten, mit sehr viel Verwerfungen übrigens auch in den Parteien, drumherum in gesellschaftspolitischen Institutionen, das ist etwas, was für Politik damals nicht einfach war und übrigens damals auch für die liberalen Minister, die in dieser Frage Verantwortung getragen haben. Ich möchte aber auch etwas anderes einen Schwerpunkt legen, und das ist die Homogenität, über die wir so gerne reden. Wenn wir über Hessen reden, sind wir Hessen. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen sagen, wir sind sicherlich nicht alle gleich. Es gibt ja den schönen Satz, wenn alle Menschen gleich wären, würde einer reichen. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass die Nordhessen und das Rhein-Main-Gebiet sich schon fundamental unterscheiden. Und ich bin vielen Dank, vielen Dank. Darauf setze ich heute, auf die Solidarität der Nordhessen. Ich bin Ralf Euler von der FAZ sehr dankbar, dass er mit diesem Artikel in dieser Reihe 70 Jahre Hessen über Nordhessen ja mal wahre Worte gefunden hat. Kampflustig, gewitzt und trinkfest. All diese Sätze, meine Damen und Herren, sind mit Sicherheit nicht falsch, aber er beschreibt sehr schön auch, dass die Historie des Landes nicht im Rhein-Main-Gebiet erfunden wurde, das, was wir heute sind, was wir historisch sind, sondern dass die Nordhessen dort viel einbringen. Ich habe in Nordhessen, in dem Landteil, in dem ich aufgewachsen bin, viel gelernt, vor allem in Gelassenheit. Das hilft mir, seitdem ich seit 20 Jahren im Rhein-Main-Gebiet bin und hier Politik machen muss. Aber deshalb glaube ich schon, ist an einem solchen Tag. Na, Sie wären doch traurig, wenn ich nicht da wäre, hoffe ich, Frau Kollegin. Das würde ich jetzt mal. Aber Fakt ist, dass wir diese Unterschiede, die das Land hat, dass das eigentlich das ist, was das Land auch charmant macht. Die Nordhessen, die Mittelhessen, die Rhein-Mainer, das, was wir in der Bergstraße haben, das, was wir an Landstrichen haben, an Dialekten, an sehr unterschiedlichen Charakterzügen, ist etwas, diese Heterogenität macht dieses Land auch aus. Das Land ist nicht groß, aber es ist sehr spannend. Es ist immer wieder interessant, Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen kennenzulernen. Und deshalb sage ich auch sehr ernsthaft, der Hessentag in den unterschiedlichen Teilen des Landes sorgt auch dafür, ganz unterschiedliche Einsichten in unser Bundesland zu haben. Und deshalb ist es mit Sicherheit eine gute Idee und Institution. Ich will Ihnen aber auch sagen, dass was mich am meisten, ich habe mal versucht zu überlegen, geprägt hat in den letzten Jahren, in denen ich hier in diesem Land lebe, ist sicherlich, Frau Kollegin Wissler, die deutsche Einheit gewesen. Ich kann mich an den 9. November in Nordhessen, ich bin in einem Dorf in der Nähe von Kassel aufgewachsen, erinnern, als an diesem 9. November die Mauer geöffnet wurde, vorsätzlich oder nicht vorsätzlich, wie auch immer man die geschichtlichen Geschehnisse des Tages dort in Erinnerung hat, und wie dann in Kaufungen an diesem Abend Hunderte, Jahrtausende von Trabis kamen, von Menschen, die sich übrigens, Frau Kollegin Wissler, so hatte ich damals das Gefühl, sehr auf den Markt gefreut haben und weniger auf politische Lenkung, die sie jahrzehntelang hinter sich hatten. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und deshalb glaube ich auch, dass diese deutsche Einheit und das, was danach passiert ist, und da sind ja auch die historischen Texte des Hessischen Landtags und auch das, was wir an Feierlichkeiten zu den 25 Jahren hatten, sehr beeindruckend, das, was dort damals an Entscheidungen getroffen worden ist, die Möglichkeit zu finden, die deutsche Einheit wirklich zu realisieren nach der Grenzöffnung, sicherlich einer der historischen Punkte, der mich auf jeden Fall nachhaltig heute noch bewegt, weil ich es für eine wirklich historische Leistung halte, dass wir es geschafft haben, die zwei Teile Deutschlands wieder zusammenwachsen zu lassen. Wenn man dann sieht, was aus den Nachbarn geworden ist, denke ich, kann man auch stolz sein auf das, was wir an Hilfe geleistet haben, an die Kolleginnen und Kollegen, die heute da sind, die damals Verantwortung getragen haben und die alles dafür getan haben, dass in Thüringen zum Beispiel, unserem Nachbarland und Partnerland, mit dem wir gerade die Nordhessen ja auch in der historischen Geschichte so viel gemeinsam haben, dass diese Zusammenarbeit so intensiv war, dass Thüringen heute eine Demokratie ist, ein erfolgreiches Land, im Osten sicherlich mit seinen Problemen unbestritten, aber wie jedes Land auch eine Identität gefunden hat, kulturell sowieso, aber auch mittlerweile wirtschaftlich, das ist ein großer Erfolg. Und deshalb, wenn man zurückblickt auf diese Frage, denke ich, muss man auch mit einem Punkt, der von den Kollegen zum Teil genannt worden ist, glaube ich, noch einmal etwas genauer hinschauen. Das, was wir wirtschaftlich heute darstellen und sind, ist nicht selbstverständlich. Wir streiten um den Weg, und da haben wir auch teilweise sehr unterschiedliche Ansichten.
Aber mir hat mal Wolfgang Clement bei einer Veranstaltung gesagt, aus Sicht von Nordrhein-Westfalen, dem stolzen Land links von uns quasi, war die Erfolgsgeschichte Hessens nicht vorauszusehen. Hessen war zu dem Zeitpunkt der Gründung der Bundesrepublik kein Land, das mit so vielen Strukturen und Fähigkeiten gesegnet war, dass klar war, dass dort eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Bundesländer entsteht, das wir heute haben. Diese Industriestruktur, die wir haben, die Frage der Infrastruktur, die Frage der Wissenschaft, die stark dort reinspielt, natürlich auch alles, was das Land liebenswert macht, von Umwelt, Natur über die Kultur, ganz stark, ist das, was wir an wirtschaftlichen Besonderheiten haben, in einem so kleinen Land eine so hohe Erfolgsquote zu haben, bei den unterschiedlichsten Bereichen schon eine tolle Geschichte. Und deshalb, glaube ich, ist es an einem solchen Tag auch richtig, dass wir von dem abhängig sind, was die Menschen in diesem Land machen, nicht das, was wir nur hier machen. Wir setzen den Rahmen, ausfüllen tun es die Menschen in unserem Land, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Arbeiter, Unternehmer, die eine Idee haben, diejenigen, die das Land nach vorne bringen. Und darauf können wir, ich glaube, nicht stolz sein, weil das nicht immer unsere Leistung ist, aber wir können dankbar sein, dass es so ist, dass es diese Menschen gibt, die uns mit ihrer Arbeit überhaupt erst ermöglichen, dass wir hier unseren Job tun können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb sollte es auch in Zukunft darum gehen, dass wir das, was wir an wirtschaftlicher Stärke haben, in den unterschiedlichen Sichtweisen, die wir haben, in den Bereichen, um die wir kämpfen, ob es der Finanzplatz ist, die Deutsche Börse, der Frankfurter Flughafen, Industriestrukturen wie in Nordhessen, dass wir um die streiten, aber den Mut haben, auch um den richtigen Weg zu streiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass wir auch in Zukunft, wenn die Kolleginnen und Kollegen mal in 10 Jahren oder 20 Jahren wieder Jubiläen in diesem Land feiern, sagen können, diejenigen, die vor SIP, die im Jahre 2016 und danach Verantwortung getragen haben, haben für das Land die richtigen Entscheidungen getroffen. Das wird zum Schluss die entscheidende Frage sein. Und deshalb, ich wünsche uns, dass uns der Mut zum Streit nicht fehlt, weil hier gehört er hin in dieses Parlament. Der Streit nicht um des Streites willen, sondern um den richtigen Weg. Ich glaube, das ist ein munteres Parlament, was es immer wieder zeigt. Aber es ist auch kein Makel, sondern wenn wir das nicht persönlich machen, sondern in der Sache, sind wir sicherlich ein guter Ort, um dieses Land nach vorne zu bringen. Vielen Dank. Applaus